Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner und bin hier auf der Spielwarenmesse in Nürnberg am Märklin-Stand und bin hier bei Rüdiger Haller, der ist Seminarleiter bei Märklin und der hat hier jetzt was in der Hand, was ganz neu ist. Ich glaube, heute das erste Mal funktioniert die Mobile Station per Funk, genauer per WLAN. Oder wie läuft das jetzt? Richtig. Das heißt, wir haben unsere Mobile Station 2 jetzt ohne Kabel. Das heißt, wir können per WLAN auf unsere Zentrale hier zugreifen. Das heißt, mit jedem gängigen Router können wir hier per WLAN jetzt unsere Lokomotiven steuern. Zusätzlich kann man natürlich auch die Mobile Station mit unserem Empfängerbox in Betrieb nehmen, ohne dass man dann eine CS3 haben müsste oder auch eine CS2. Die Funktionalität der Mobile Station 2 ohne Kabel, also per WLAN, ist genau die gleiche wie die Mobile Station, die wir kennen. Auch die ganzen Bedienelemente sind gleich. Das Einzige, was ich hier jetzt noch geändert habe, wir haben neue Drehregler. Das heißt, man hat hier die Riffelung jetzt mit drauf, dass man nachher auch in der Einhandbetrieb diese Mobile Station bedienen kann. Einhandbetrieb in dem Format, das geht doch so, so wie sie jetzt dasteht, gar nicht. Kann ich die dann irgendwo drehen? Dann dreht sich das Display oder wie läuft das? Zum einen dreht sich auch das Display. Das heißt, ein Lagesensor sorgt dafür, dass das automatisch umdreht. Richtig. Und wenn ich wieder zurückgehe, geht es dann wieder in die waagrechte Stellung. Beides ist möglich. Zusätzlich haben wir dann hinten die Möglichkeit, den Einhandbetrieb zu realisieren, indem man hier das rauszieht. Und dann kann ich hier wunderbar die Mobile Station mit einer Hand bedienen. Das heißt, die klemme ich dann zwischen die Finger? Richtig. Fällt mir nimmer aus der Hand? Nein, man kann es auch als Linkshändler bedienen, was genauso geht. Das heißt, da dreht sich es dann aufs Linkshänderformat. Also beides ist möglich. Der Vorteil von dem Display ist eines, es spiegelt nicht so stark wie die farbigen Displays. Weiter haben wir ja vor, den Einhandbetrieb oder auch die Blinderkennung zu realisieren. Das heißt, durch den Regler weiß ich genau, wie schnell ich fahre. Ich muss nicht aufs Display schauen. Durch Drücken kann ich jetzt die Lok auch ausschalten, umschalten, habe meine berühmten Tastenkombinationen für mehr Funktionen bzw. Loks anlegen, die ich anmachen kann. Bis zu 40 sind ja möglich, bis zu 32 Sonderfunktionen kann ich umschalten. Und so können wir auch, ohne dass man immer aufs Display schaut, die Lok bedienen. Und die Mobile Station wird dann über jeden normalen WLAN-Router, wenn ich sie zu Hause am WLAN hängen habe, betrieben. Richtig. Oder wenn nicht, dann nutze ich irgendeinen kleinen Access Point. Richtig. Oder Sie bieten ihn auch als Zubehör. Richtig. Und versorgt wird die dann mit Batterien oder Richtig. Mit Akkus? Richtig, hinten haben wir ein Batteriefach und da passen die 3A-Batterien rein. Und zusätzlich könnte man diese auch als Akku-Variante verwenden. Das kann man dann im Menüpunkt hier umstellen. Das heißt, Sie sorgen dafür, dass die Spannungsanpassung, weil ja die Batterien 1,5 Volt haben und Akkus 1,2. Und dann können wir das anpassen. Und dann kann man damit wahrscheinlich so einen guten Tag überbrücken, denke ich. Ich denke sogar länger. Also da bin ich gespannt, was da rauskommt. Wenn die mal. Wann soll die lieferbar sein? Die Erstlieferung ist auf Mai geplant. Mai 2023. Richtig. Ja, ich denke, das ist eine gute Erweiterung, sinnvoll. WLAN haben ja verschiedene andere auch schon in irgendeiner Form. Richtig. Aber die Haptik und die Bedienung interaktiv hier mit der Mobile Station 2 war dann jetzt, glaube ich, doch konsequent, dass sie dann bei dem Konzept geblieben sind. Richtig. Ausgeschaltet wird die Mobile Station einfach durch längeres Drücken der Stopptaste. Und umgekehrt einfach wieder über die Stopptaste das Gerät wieder einschalten. Der Vorteil, es ist sofort wieder betriebsbereit. Es bleibt dann sofort auch im Router oder dann in der Empfängerbox angemeldet. Ein erweitertes, noch einmaliges Anmelden ist nicht notwendig. Und ich kann die dann auch an mehreren Zentralen vorkonfigurieren. Richtig. Und umschalten zwischen. So ist es. Gut, dann bedanke ich mich beim Rüdiger Haller für die Vorführung der Mobile Station 2, die jetzt dann irgendwann ab Mai lieferbar sein wird. Bedanke mich, schönen Tag. Danke auch.